Was habt ihr gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Gewalt in der Familie. Das ist ein Thema, das Regisseur Florian Aichinger schon seit Jahren beschäftigt. Nach seinen Filmen Bergfest und Nordstrand schließt er nun mit dem Drama Die Hände meiner Mutter quasi eine Trilogie ab. Gemeinsam mit Hauptdarstellerin Jessica Schwarz und Nebendarstellerin Katharina Behrens präsentierte er den Film am Mittwoch im Kino am Raschplatz in Hannover. Und darum geht es. Auf der Geburtstagsfeier seines Vaters wird Ingenieur Markus plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Sein Sohn Adam hat nach einem Toilettengang mit Großmutter Renate eine kleine Schnittwunde am Kopf. Dadurch kommen in Markus Erinnerungen hoch, wie ihn seine Mutter in der Kindheit sexuell missbraucht hat. Die bislang verdrängte Wahrheit bestimmt nun seinen Alltag. Nach und nach vertraut sich Markus seiner Frau Monika an. Und auch mit seiner Schwester Sabine spricht er erstmals über das Geschehene. Ist alles gut? Nee. Hallo Jessica, beschreib doch bitte erstmal ganz kurz deine Figur Monika und sag mal, was dich daran gereizt hat, sie zu spielen. Ich glaube, Monika ist eine sehr taffe Frau, die irgendwie schon weiß, was sie will und auch so mit beiden Beinen im Leben steht und die natürlich durch die Geschichte, die der Familie widerfährt, selber irgendwie den Boden unter den Füßen verliert, aber trotzdem versucht, irgendwie weiterzumachen. Ja? Natürlich hat mich an der ganzen Geschichte gereizt, dass das an sich ein Thema ist, was mir vorher noch nicht untergekommen ist. Also ich wusste nicht um diese Thematik. Ja. Es ist mit Sicherheit auch ein Tabuthema immer noch, weil ich denke, dass es gerade vor allem auch für Männer nicht einfach ist, über die Thematik zu sprechen und deswegen vielleicht auch einfach so ein bisschen verschwindet, ja, und deswegen ist es nützlich, über sowas zu sprechen, einfach um da eine gewisse Plattform auch zu bieten. Genau, und wenn man eben einen Film über so ein Tabuthema macht, spürt man dann als Schauspielerin auch eine andere Art von Verantwortung, wenn man darin eine Rolle übernimmt? Natürlich, also mir ging es wirklich darum, dass man mit dem Thema rauskommt, dass man sehr ehrlich da dran geht. Das hat man aber auch sofort gespürt in den Gesprächen, also ich mit dem Regisseur, auch mit Andreas, wie wichtig uns die Thematik ist. Wir haben auch wirklich uns viel auseinandergesetzt vor Ort, was ich ganz gut finde, dass man da einfach auch merkt, dass man tatsächlich drum streitet, dass es authentisch bleibt, ja, weil gewisse Sätze, die vielleicht im Drehbuch so stehen, merkt man am Set, dass man die nicht so spielen kann. Also, dass das einfach trotzdem dann falsch klingt. Und das sollte es auf keinen Fall. Also, wir wollten wirklich sehr feinfühlig diese Thematik bearbeiten und da durchführen und jetzt da nicht irgendwie mit einem großen Paukenschlag ein Thema, was man ja auch so ein Tabuthema, könnte man ja auch wirklich groß behandeln. Und wir wollten es einfach wirklich behutsam angehen. Ich glaube, dass es auch ganz gut gelungen ist. Und was würdest du Opfern von häuslicher sexueller Gewalt raten? Tatsächlich nie versuchen, also ich glaube, ganz schlimm ist es, versuchen alleine damit zu leben und zurechtzukommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man wirklich versucht, irgendwie sich Hilfe zu holen, darüber zu sprechen, an die Thematik ranzugehen. Was hat das mit mir gemacht? Was kann ich tun? Du warst immer so verschlossen. Wirklich? Wie würdest du deine Figur Sabine beschreiben und was hat dich besonders daran gereizt, sie zu spielen? Ich glaube, dass Sabine eine sehr taffe Frau ist oder geworden ist, sein musste, dazu geworden ist und dass sie vor allem irgendwann ihren Frieden gefunden hat. Und das hat mich irgendwie sehr daran gereizt, also weil man ja doch irgendwie sehr viel damit beschäftigt ist und sich viel damit auseinandersetzt, warum ist man so geworden, wie man ist. Bei ihr finde ich es halt irgendwie so schön, dass sie so angekommen ist und ihren Frieden geschlossen hat und irgendwann dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist und in einem sehr befriedeten Umgang auch mit ihren Eltern sein kann und da irgendwie so einen schönen Weg gefunden hat, mit sich selbst ins Reine zu kommen und zu vergeben, auch wenn das vielleicht so ein bisschen polemisch klingt, aber ja. Was hat dich bei den Dreharbeiten besonders berührt oder ergriffen? Ich glaube, der Umgang aller Beteiligten mit dem Thema. Also dass irgendwie alle, also vom Ausstatter bis zum Requisiteur, bis zum Maskenbildner, irgendwie alle irgendwie eine sehr, sehr gute Meinung dazu hatten. Und dass halt irgendwie so wenig reißerisch behandelt wurde und sich auch alle einig waren, dass irgendwie so der Film in der Art, wie er gezeigt wird oder gemacht wurde, auch sehr ruhig mit dem Thema umgeht. Für wie wichtig hältst du es, sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie im Kino zu thematisieren?
Ich finde es grundsätzlich wichtig, es zu thematisieren und eigentlich auch egal wo. Mit Kino erreicht man hoffentlich eine breite Masse. Und ich hoffe, dass sich viel verändert, also auch im Rechtssystem oder also beziehungsweise im Umgang, damit man, also dass ein Nein einfach tatsächlich auch immer ein Nein bleibt und jetzt irgendwie so innerhalb der Familie ist irgendwie natürlich irgendwie nochmal was anderes, weil es so schwer einsichtig ist, dass es behandelt wird, finde ich wahnsinnig wichtig und wenn Kino dafür das Medium gerade ist oder sein kann, dann bin ich absolut total dafür. Adam, der hat sich nicht gestoßen, das war meine Mutter. Der stößt sich doch ständig irgendwo an. Nach Bergfest und Nordstrand ist ja Die Hände deiner Mutter schon dein dritter Film zum Thema Gewalt in der Familie. Warum ist dir das so wichtig? Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, so mit kurzen Worten, aber also ich habe selbst eine ziemlich große Familie, Patchwork, Stiefgeschwister, Halbgeschwister, Eltern, Stiefeltern und Tanten, Onkel und so weiter und habe vieles da erlebt, mitbekommen, direkt oder aus naher Distanz und glaube, dass ich darüber was erzählen kann. Deswegen ist es mir wichtig. Was war dir bei der Inszenierung besonders wichtig? Also was sollte beim Zuschauer unbedingt rüberkommen? Also ich mag selbst gerne Filme, bei denen der Zuschauer wie ein mündiger Mensch behandelt wird. Das heißt, dass er selbst viele Dinge entscheiden darf, wie er sie sieht und nicht wie ein Hündchen an der Leine geführt wird durch den Film, in dem jetzt manipulative Musik und alles dazukommt und das dann alles sehr vereindeutigt wird. Sondern ich mag es gerne, wenn man die Ambivalenz des Lebens, die ja auch fast in jedem Bereich zu spüren ist, auch sich im Film ein bisschen zeigt. Was war die größte Herausforderung während der Dreharbeiten? Also bei Die Hände meiner Mutter war es so, dass es schon heftig war, dass wir am ersten Drehtag gleich die Szenen gedreht haben, die in der Vergangenheit spielen, also auch die Übergriffsszenen, da gibt es zwei. Und das ist am ersten Drehtag natürlich besonders heftig, weil sich da auch die Schauspieler gegenseitig noch gar nicht so gut kennen und so. Aber ich wollte, dass wir damit anfangen, damit über allen anderen Drehtagen und allen anderen Szenen dementsprechend auch die Erinnerung an das, was sozusagen schon war, mitschwingt. Und das war vielleicht die größte oder eine besondere Herausforderung. Alles klar, vielen Dank.